Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 8 Fakten über Bibi Blocksberg. Nicht wundern, es geht hier um die Hörspiel Bibi Blocksberg. Ich werde in Zukunft auch noch ein Faktenvideo über Bibi und Tina machen, also freut euch darauf und bleibt dran. Die Bibi Blocksberg Hörspielreihe gehört zu einer der erfolgreichsten in Deutschland. Jeder glaubt die Geschichten der kleinen Hexe auswendig zu kennen, aber ist dem wirklich so? Ich habe 8 Fakten zusammengetragen, die selbst wahren Fans unbekannt sein können. Die Hörspiele von Bibi Blocksberg gehören zu Deutschland wie Autobahnen ohne Tempolimit oder die Butter auf dem Brot. Seit Generationen begeistert die kleine Hexe aus Neustadt Kinder und Erwachsene gleichermaßen in Deutschland. Schon bei ihrem Namen ertönt die Melodie des Intros durch die Ohren. Fakt Nummer 1. Schon einmal darüber nachgedacht, dass Bibi gar nicht wirklich Bibi heißt, sondern dass das eigentlich nur ein Spitzname ist? Die kleine Hexe mit der roten Schleife im Haar heißt mit richtigen Namen nämlich Brigitte. Fakt Nummer 2. Bibi teilt sich mit recht berühmten Fernsehfiguren die Stimme und diese scheinen zu überraschen. Einmal die Stimme von Fran Drescher aus Die Nanny und einmal Carrie Fisher aus der Star Wars Reihe. Die Synchronstimme gehört übrigens Susanna Bonasewicz. Fakt Nummer 3. Die Erfinderin von Bibi Blocksberg, Elfie Donnelly, ist nicht nur auch die Autorin von Benjamin Blümchen, sondern war mit Löwenzahn-Moderator Peter Lustig verheiratet. Beide waren geprägt von Nachwellen von 1968. Eine Zeit lang lebten sie ihre Ehe als offene Beziehung mit unterschiedlichen Partnern und Partnerinnen. Beide suchten nach Spiritualität. Fakt Nummer 4. Bibi hat einen kleinen Bruder, doch er war nur kurz dabei. Bibi Blocksbergs Bruder Boris verschwand nach Folge 7. Angeblich zu den Großeltern wegen seines schlimmeren Hustens. Nur einmal erinnert sich Bibi daran, dass es ihn gibt. In Folge 9 der beliebten Kinderhörspielreihe vermisst sie das jüngere Geschwisterkind Boris. Danach aus den Ohren, aus den Sinn. Das geht danach sogar so weit, dass Bibis Vater später sogar behauptet, dass sie ein Einzelkind ist. Dass Boris nach wenigen Folgen verschwand, sei eine kurzfristige Entscheidung gewesen, versichert Donnelly. Boris und Bibi klangen einfach zu ähnlich. Außerdem sollte es in der Serie um ein starkes Mädchen gehen. Deshalb entschieden wir uns gemeinsam kurzerhand dazu, die Geschichte noch einmal etwas zu ändern. Fakt Nummer 5. Die rasende Reporterin Carla Kolumna tritt sowohl bei Benjamin Blümchen als auch bei Bibi Blocksberg in Erscheinung. Fakt Nummer 6. Bibi und Benjamin haben zahlreiche gemeinsame Bekannte. Zum Beispiel Carla Kolumna und den Bürgermeister. Kein Wunder also, dass sich auch Bibi und Benjamin kennen. Sie begegnen sich in den Hörspielen mindestens 6-mal, und zwar in den Folgen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen wird verhext, Benjamin Blümchen, der Gorilla ist weg, Benjamin Blümchen, der Zoo zieht um und Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend. Außerdem in der neuen Zusatzfolge Benjamin und Bibi in Indien. Fakt Nummer 7. Die Hörspielreihe sollte ursprünglich gar nicht Bibi Blocksberg heißen, sondern Ene Mene Hexerei. 7 Folgen sind unter diesem Titel veröffentlicht worden und dann wurde die Reihe umbenannt. Fakt Nummer 8. Die Hörspielfolge Bibi und der Reiterhof gab den Startschuss für den Ableger Bibi und Tina. In der Episode möchte Bibi Reitferien auf dem Martinshof machen, wo sie Tina kennenlernt. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfache Wissen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Bei mir war es auf jeden Fall, dass Peter Lustig mit der Macherin von Bibi Blocksberg zusammen war. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao.